Hallo Freunde aus aller Welt. Unboxing machen wir heute, ne? Wie so Deckel erreicht worden. Ich weiß, was drin ist. Seid mal überrascht. Das könnt ihr gar nicht glauben, was da drin ist jetzt, ne? Wie kann man sowas der Matze schicken? Soll ich das auch noch anfangen, Leute? Jetzt überlegt euch mal, was da drin ist. Vielleicht könnt ihr auf dem Karton schon lesen, was da drin ist, ne? Billig war das Ding ja nicht, aber ich als Superkoch, ob man mit dem auch unter Feuer kochen kann, draußen im Garten oder so, da bin ich mal gespannt, ob das Ding mehr kann wie ich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir gucken mal, ne? Gold ist es auch, wenn. Seid einmal gespannt, Freunde aus aller Welt. Und wisst ihr schon, was drin ist? Auf jeden Fall mal ein Kartonchen. Oh, 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 oh. So, Freunde, ich zeig's euch mal. Zeig's euch mal von der Seite. So, oh, da muss man auf den Tisch. Ich hoffe, man sieht's, was da drin ist. Ne? Jetzt machen wir einen Schnitt. Dann hol ich's raus. Da brauche ich Hilfe. Leid, den Karton aus dem Karton zu holen. Hui, sag's euch, das war schon anstrengend genug. Ja. So, jetzt sieht man auch, was da drin ist. Eine Küchenmaschine. Jetzt heide nein, jetzt braucht der Matze auch noch eine Küchenmaschine, oder was? Hä? Ja, wenn man mit der draußen im Garten kochen kann. Na ja, sonst weiß ich auch nicht, was ich mit der machen soll. So, jetzt packen wir mal schön aus, das Unboxing. Da haben wir eine Bedienungsanleitung schon mal. Schon mal gut. Und den Styropor haben wir auch. So. In dem großen Karton ist auch ein kleiner Karton. Leid, was da alles ist. So, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir da so einen Gummischaber. Kann man auch nicht aus dem Glas rausschaben, gell? Apropos. So. Das sieht so aus, das sieht so aus. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen noch rauskriegen. Das ist freundlich. Oh. Mit Händen 40 hab's geschafft. Mit Händen 40 hab's geschafft, Leute. So. Und das da rein. Das da rüber. Der Hund guckt schon komisch. Ist noch nichts zu essen, Hundi. So. So. Oi, 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 oi. So sieht die Küchenmaschine aus. So, der Peppel war da unten. So sieht die Küchenmaschine aus. Leid. Jetzt bin ich aber noch gespannt vorher, was da in dem Leiterpackel drin ist. Was Persönliches für mich auch da drin ist. So weiß ich auch nicht. Dieser Karton da drauf. So. Noch ein Aufsatz ist da drin. Zum Dienste wahrscheinlich, freilich. Ja, ja. Also wie gesagt, heute geht es ja nur um dieses Unboxing da von der Küchenmaschine. So kann man die. Ja, da haben wir noch so einen Dreher da. Ich hole euch mal ein wenig näher ran und zeige es euch mal ein wenig im Detail, ein kurzes Detail so und dann vielleicht kochen wir auch mal was zusammen mit, ne? Ich zeige es euch auch mal geschwind. So Freunde, von nahe aus sieht die Küchenmaschine so aus, ne? Und da drinnen sieht es so aus. Das Licht ist heute nicht so gut,
draus rechnet, der macht ein Kerble drin. Und ein gefährliches Messer, ne? Naja. Dann habe ich euch das auch, das Unboxing einmal gezeigt, ne? Hoffen wir mal einmal was zusammen mit kochen. Lasst euch mal überraschen, welches Essen besser schmeckt, gell? Ja, ja. So, Freunde. Rausnehmen können wir den Topf nachher auch, gell? Ja, da kann man schon viele Sachen mitmachen, habe ich gehört. Lasst uns mal überraschen. In diesem Sinne, nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Euer Matze, bis die Tage. Ciao, ciao.